Guten Abend, ich nochmal Doran. Und heutige Geschichte ist der Gespensterhase. Als ich noch jung war, erzählt Opa Wackelzahn, bin ich mal einem Gespenst begegnet. Einem echten? Fragt Hasi. Opa Wackelzahn nickt. Es war eine stürmische Nacht. Ich hatte mich verirrt. Der Regen prasselte mir aufs Fell und Blitz und Donner tobten. Da sah ich eine Burgruine. Ich fand ein trockenes Plätzchen unter einem Felsen. Plötzlich machte es Uhu. Mir standen die nassen Haare zu Berge. Ein Hase, so weiß wie ein Bettlaken, spuckte hier rum. Ich hab es satt, jammerte er. Entschuldigung. Ich mag kein Gespenst mehr sein. Warum nicht? Fragte ich. Das ist doch sicher spannend. Es langweilt mich heute, der Gespensterhase. Ein Gespenst kann nicht fühlen, nicht schmecken und auch nicht mehr riechen. Das ist allerdings schlimm, sagte ich. Wo es hier doch so gut riecht, nach Regen und frischer Erde und Schnüffel, Schnüffel, nach Zuckerrüben. Zuckerrüben, kreischte das Gespenst. Wenn es nach Zuckerrüben riecht, bin ich erlöst, dann krachte er fürchterlich und der Gericht bin er erlöst. Dann krachte er fürchterlich und der Gespensterhase verschwand auf Nimmerwiedersehen. Die Burgruine wackelte, stürzte zusammen und war verwandelt. In was denn? Fragt Hasi. In einen Haufen Zuckerrüben, lacht Opa Wackelzahn. Ja, so war das, sagt Oma Wackelzahn zufrieden und legt sich die Lippen. Wir haben jahrelang von den Zuckerrüben gelebt. Das war es dann schon. Ich wünsche Ihnen alle schöne Adventszeiten. Machen Sie es gut und wir sehen uns bestimmt. Wir hören voneinander. Wiedersehen.